Vollbeladen erreicht Claudia das Pulheimer Walzwerk. Ihre Mitbringsel. Was ist das denn? Tschüss. Die Korbstühle haben in unserer ersten Dachgeschosswohnung schön in den Ecken präsentiert werden können. Und jetzt sind wir umgezogen. Jetzt heißt vor 12 Jahren. Und seit 12 Jahren stehen die Stühle auf dem Speicher, verstauben. Und das ist eigentlich zu schade. Tag, gnädige Frau. Tag, Herr Lichter. Was für ein wunderbares Strahlen. Claudia. Liebe Claudia, dann horchst. Claudia, schönes Korbstühlchen. Da kann man nichts sagen. Ehrlich, gefällt mir. Ausgedient aber, oder? Ja, ja. Steht seit 12 Jahren auf dem Speicher. Boah. Ich habe die geschenkt bekommen. Da wollte die auch jemand loswerden. Mein lieber Sven, ja. Ich gehe mal davon aus, da steckt ein Riesendesigner hinter, oder? Ja. Oder? Einer der einer der bekanntesten Nachkriegsarchitekten. Oder? Egon Eiermann. Sieht ja auch wie so ein kleiner. Deshalb auch die Form. Ja. 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 Hi. Hi. Okay. Wie halten wir uns denn jetzt für ernst? Ne? Sie sagen den Namen jetzt einmal noch, also Egon Eiermann. Ne, ja. Der hat nach seinem Abitur in Berlin-Charlottenburg hat er angefangen zu studieren und hat zwei große Meister gehabt. Das war einmal Tessenow, das war ein riesengroßer Reformarchitekt. Mhm. Und dann gab es einen Herrn Pölzig. Siehst du, die Namen sind gar nicht so schlimm. Ne, bei den beiden großen Lehrmeistern hat er quasi gelernt und ist dann hat er eine Lehrstuhl bekommen an der Technischen Hochschule in Karlsruhe und hat dort unterrichtet. Und er hat sich auch mit Material auseinandergesetzt, verschiedene Dinge gemacht. Er hat zum Beispiel ganz bekannt schon, dass der S-68 Stichwort Wertfindung. Ich sehe hier einen realistischen Wert zwischen 3 bis 4 Euro. Das könnte noch realistisch sein. Ach, das wäre doch wunderbar. Da wird die Grillparty weit größer. Ich stelle mir nur gerade vor, man hätte 3 oder 4 Euro am Speicher liegen. Ob man die auch 12 Jahre da liegen lässt und dann hochgeht und sagt, man würde früher hochgehen. Aber ein Träumchen. Ich freue mich auf die Grillparty. Vielleicht ein paar schöne Fotos schicken. Vielen Dank. Da geht's drüber. Die Händler dürfen erst einmal Platz nehmen. Pass auf, Julian, hör ob, hör ob. Pass auf, Julian, hör ob, Julian, hör ob. Pass auf, Julian. Ich denke, ich bin ein guter Verkäufer. Ich werde einfach dafür sorgen, dass sich mal jemand in diesen Stuhl reinsetzt. Weil auch wenn es Korbmöbel sind, die vielleicht nicht im Moment so in sind, sind sie einfach bequem. Hallo und Servus. Guten Tag. Hast du deine Handarbeit mitgebracht? Ich habe wunderbare Lütschen mitgebracht, die euch... Sehr bequem. Ja, das stimmt. Schon mal drin. Die sind super bequem. Geben auch schön nach, ist nicht so steif, sodass man sich da schon ein bisschen reinflezen kann. Das ist dieser Designer Egon Eiermann. Egon Eiermann. Ja, gut, die haben ja ein bisschen Form von einem Ei, ne? So mit... Ja, die Egon Eiermann ist ja einer der bedeutendsten deutschen Designer gewesen. Das ist toll. Ich würde mal anfangen mit 4 Euro für beide. 6. 50. Schauen wir mal in die Eifel, was der sagt. Ich sag da besser nicht so. Nein. Sie müssen sich da reinsetzen. Setz dich mal rein, Waldi. Waldi, setz dich mal rein. Das komische Rad, dann kaufe ich nicht. Da kann das bequem sein, bis doch hinaus. Und wo das so schön wackelt, das ist auch noch gesund und entlastend für die Wirbelsäule. Leute. Ja, ein Otto muss noch in der... Heizt das jetzt noch was an für dich? Ah, das finde ich aber Markus, super. Die sind so bequem. Da musst du 800 schon bieten.
Also setz dich mal rein, das ist ein Hingucken. Kenn ich in Düsseldorf. Setz dich mal rein, das ist ein Hingucken. Ich kenn die, ich hab's schon dringend, ich kenn die Stühle. Du hast doch so Ware. Hör mal, die rennen dir die Bude ein für die Teile. Also ich finde die so gut. Ich auch. Also ich bin bei diesem Bietergefecht dabei. Wo stehen wir denn? 50. Dann gebe ich Ihnen 7. 20. Komm, Julian, das wirst du wohl nicht nach Düsseldorf gehen lassen, das Zeug. 20 Euro. Ja, Fuffi. Ist doch nix. Dann gebe ich 50. Ja, Markus. Ja, Markus, ein bisschen musst du noch draufhauen. Das ist auch nix. Dann bin ich aber raus. Machen wir 200. 100? Sie flirtet so gerade mit mir. Sie flirtet mit beiden. Mit beiden? Sie flirtet mit beiden. Je t'aime. Je t'aime. Natürlich. Einer gibt 100. Markus? Nee, leider nicht. Tut mir leid. 50. Machen wir? Machen wir. Schön. 100. 6, 7, 50 Euro. Ja, die Verhandlungen sind sus gelaufen. Was soll ich sagen? Ich habe 100 Euro erwartet. Ich habe 50 Euro bekommen. Besser geht's doch überhaupt nicht.